Funkelblitz tun würde. Tja, vielleicht habe ich mich entschieden, von jetzt an kein Federfunkelblitz mehr zu sein. Es ist an der Zeit, wahre Heldentaten zu vollbringen. Und welche? Ich zeig's euch. Zur fliegenden Eule. Wie können die nur darauf reinfallen? Also, wo stecken sie? Benutzt doch deine Eulenaugen. Oh, klar. Super Eulenblick. Was ist mit deiner Stimme los? Ich glaube, ich bin allergisch auf deine bescheuerten Fragen. Seht, da! Was? Was habt ihr denn hier zu suchen? Und was hast du hier zu suchen, Schurke? Hey, hör auf damit! Oder was? Niemand droht der großen Eulette. PJ, setzt eure Superkräfte ein. Aber er hat doch gar nichts angestellt. Das mag vielleicht wie Tanzen aussehen, könnte aber alles Mögliche sein. Ninjalinos, haltet sie auf! PJ Masks, rettet mich! Super Gekko-Muskeln! Super Katzen-Tempo! Keine Sorge, grinsender Gecko. Wir beschützen dich vom Scheitel bis zur Zunge. Wir müssen alle Wagen beschützen. Ja, das habe ich gemeint. Benutzt deine Kraft und stell sie in einem Kreis auf. Wir verteidigen sie gemeinsam. Super Gecko-Muskeln! Ich beschütze dich, Kumpel. Ihr werdet uns nicht aufhalten, winzige PJ Masks! Macht euch bereit! Bei meinen Schnurrhaaren. Wir besiegen sie. Schnappt sie euch. Oh nein, das könnt ihr vergessen. Super Gecko-Muskeln. Gecko, was machst du da? Hä? Catboy! Gecko, hilf mir. Sie haben noch einen Wagen. Nein! Der kleine Gecko ist wohl in eine andere Eidechse verliebt. Das könnte für meinen Plan sehr nützlich sein. Gecko, wir haben auf dich gezählt. Tut mir leid, es ist nur... Seht ihn an. Findet ihr nicht auch, dass er unglaublich ist? Diese Augen, die Zunge, diese Schuppen. Können wohl nur Eidechsen verstehen. Es kommt nicht wieder vor. Ich verspreche, von jetzt an für alle Umzugswagen da zu sein und sie zu beschützen. Kommt schon, wir können sie immer noch schnappen. Und wie? Der Eulengleiter ist kaputt. Wir nehmen die Wagen. Auf diese Weise können wir gleichzeitig auf sie aufpassen. Ich nehme den grinsenden... Was? Er stand nun mal in der Nähe. PJ Robo, wir brauchen dich hier. Hä? Hey! Möge der frechste Wettstreiter gewinnen! Auf die Plätze! Fertig! Los! Ich komme! Vorsicht! In der Ruhe liegt die Kraft! Schon vergessen? Aber ich muss aufholen! Jetzt wird es Zeit, mal so richtig Gas zu geben. Super Katzen-Tempo! Mach langsam, Catboy! Catboy!
gut gemacht, Ninji. Oh, ich bin ein G-G-G-Gewinner. Man sollte mich Nachgewinner nennen. Ein Rennen habe ich schon gewonnen und es fehlen nur noch zwei. Mag sein, dass wir dieses verloren haben, aber dafür gewinnen wir das nächste. Es ist Zeit für den Wettlauf Nummer 2. Aber wie sollen wir rennen können, wenn wir aneinander gefesselt sind? Ich weiß es nicht. Mir kommt's einfach vor. Hey, du schummelst. Das lasse ich durchgehen. Was habt ihr erwartet? Ich bin eine Schurkin. Auf die Plätze, fertig, los! Habt ihr den Pokal gefunden? Dann sucht weiter, ich will ihn. Catboy, sobald ich fliege, setzt du den Superkatzensprung ein, damit wir beide Gecko hochheben können. Alles klar, beeil dich. Auf drei. Eins, zwei. Oh! Warte, Catboy! Und alles nur für ein gekochtes Ei? Nicht gekocht. Faulig! Muss mich schnell verstecken, bevor Romy aus meinem Gecko-Mobil Frühstück macht. Gecko-Mobil-Tarnung. Oh nein, mit all den Eiern drauf kann das Gecko-Mobil nicht unsichtbar werden. Zu spät, ich locke ihn von dir weg. Die Eier sind für ein Rekordomelett gedacht. Und ich bin hier, um sie zurückzuholen. Meinst du diese fauligen Eier? Mein Verfaulisierer faulisiert sie alle. Dann sind sie extra stinkig, wenn ich sie zerschmettere. Ah, das stinkt. Bald müssen alle drin bleiben, um dem Gestank zu entkommen. Und ich bin dann der Bestimmer. Fang besser an zu laufen, Eidechsenfuß. Jetzt kommt der Gestankeier der Eidechse. Bäh, abgehängt. Aber ich werde das Gecko-Mobil brauchen, um den Gestank zu entfliehen. Wo hab ich es abgestellt? Gecko! Hier stinkt's. Wir müssen vor diesem Geruch fliehen. Gehen wir ins Gecko-Mobil. Wo ist es denn? Du weißt doch, wo es ist, oder? Ja, natürlich. Es ist nur... Hallo, PJ Masks. Oder soll ich sagen, PJ Stinker? Ich drehe meinen Verfaulisierer auf. Bereit für den Supergestank. Hey, wir kommen mit dem Geruch klar, PJ Masks. Und wir brauchen kein Gecko-Mobil, um Romeo aufzuhalten. Sei vorsichtig. Ich weiß nicht, was er im Schilde führt. Aber gut ist es nie. Romeo, wir wissen, dass du hier drin bist. Verschwende nicht unsere Zeit und gib auf. Wenn wir der Spur der vermissten Dinge folgen, müsste sie uns direkt zu Romeo führen. Dieser Plan ist brillant. Naja, alle meine Pläne sind brillant, aber dieser hier ganz besonders. Sobald die PJ Masks in meine Falle tappen, übernehme ich die Weltherrschaft. Komm raus, Romeo! Cool, ein Skateboard! Hey, ich habe noch einen Schläger gefunden. Oh Mann! Ja? Ja? Oh, komm schon! Ach, jetzt tritt doch endlich drauf! Romeo! Oh, hallo! Ich hab euch gar nicht gesehen. Habt ihr nach mir gesucht? Das weißt du doch. Was hast du überhaupt mit diesen Pinseln, Turnmatten und Bällen vor? Was auch immer ich will! So einfach! Ach ja? Aha! Runter! Ich hab die Sachen nur gestohlen, um euch hierher zu locken. Jetzt kommt mein eigentlicher Plan. Wow. Toilett! Romeo ist verschwunden. Hier oben, Spatzenhirn. Ich fliege! Mit meinem Kräftekopierer habe ich deine Kräfte kopiert. Wow. Und da bist du nicht der Einzige. Wow, dann habt ihr Eulets Kräfte auch aufgenommen. Was? Niemand?
Hoffentlich hast du eine Landeausrüstung, Romeo, denn ich hol dich da runter. Geht's, PJ Masks, zum Katzenflitzer. Zurück zum Paradeplatz. Schurken kehren immer wieder an den Tatort zurück. Ja, nur ein Schurke klaut meine Trommel. Ohne sie kann ich nicht zur Parade. Nacht-Ninja! Und meine Trommel! Er verdirbt uns die Parade nicht, er macht daraus eine Nacht-Ninja-Parade. PJ Masks, wie nett, dass sie uns besuchen kommt. Ninja Linus! Huh? Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, ihr glaubt, dass ihr eine Parade auf die Beine stellen könnt? Ja. Nein, das könnt ihr nicht. Bunte Farben, lustige Musik. Ich zeig euch mal, wie man es richtig macht. Hi-ya! Und... Stopp! Cooles Chamäleon! Hey, Nacht-Ninja, mach doch bei unserer Parade mit! Ja, wir machen sie gemeinsam! Vergesst es! Das hier ist meine Parade, auf meine Art! Du könntest die Parade niemals so gut anführen wie Catboy! Ja, Catboy gibt den Takt vor! Ich wette, die Ninjalinos würden dir folgen! Ohne meine Trommel? Aber was ist, wenn ich's wieder vermassel? Es wird Zeit für ein Nacht-Ninja-Paradenspektakel! Folgt eurem Paradeanführer, Ninja Linus! Vorwärts! Schnell! Wir müssen sie dran hindern, Ninja-Fahnen aufzuhängen und diese Festwagen umzumalen. Super-Eulenflügel! Super-Gecko-Muskeln! Da! Singt nun Mott in jeden Ton ins goldene Glänze-Mikrofon. La 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 la. Kakanda Gecko, Luna Girl hat das goldene Mikrofon für ihr eigenes Konzert geklaut. Damit ihre Motten mit ihr singen können. Aber ich hole es zurück. Und wenn einer von euch beiden mir dabei besonders hilft, weiß ich vielleicht, wem ich die zweite Karte geben soll. Ich komme mit dir. Dafür ist der beste Freund doch da. Hä? Super Gecko Tarnung. La 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 la. Nach einer einfältigen Eidechse aus. Hm? Oh. Oh nein! Wow. Oh nein, Gecko! Ha, das ist für dich, Spatzenhirn! Oh. Super Katzentempo! Oh. Gib das Mikrofon zurück, du fiese Gaunerin! Ich stecke fest! Niemals! Ich kann bei Tag nicht zum Jaden Houston-Konzert gehen! Also soll das auch sonst niemand können! Ich hab Jadens Mikrofon und treff damit jetzt jeden Ton! Ich hab doch gesagt, ich kann nicht gut springen! Du kannst nichts dafür, dass du nicht gut genug für meinen Plan warst! Hä? Ich überleg mir sowieso bald einen anderen! Es wird Zeit, die Fernbedienungen rauszurücken, Spatzenhirn. Ruh dich etwas aus. Ah, genau rechtzeitig, um mir bei meinem Masterplan zu helfen. Deinem Masterplan? Oh ja. Diese Fernbedienung kann nur eine Person steuern. Aber wenn ich meine große, phänomenale Romeo-Fernbedienung mit diesen gestohlenen Teilen fertig gebaut und ihr noch einen Extraverstärker mit der Satellitenschüssel verpasst habe, dann werde ich alle Leute in der Stadt gleichzeitig steuern können. Du stellst eine Satellitenschüssel aufs Labor? Nein, einfältige Katze. Yeah. Das mache ich sicher nicht für dich. Doch, wirst du.
Nicht kitzeln. Okay, okay. Hör auf, Pepper zu kitzeln, dann tu mir, was du verlangst. Und jetzt, Miezekatze und Spatzenhirn, stellt meinen Satellitenturm auf. Währenddessen baue ich meine phänomenale Romeo-Fernbedienung fertig. Okay, ich habe einen Plan. Die kleine Fernbedienung ist in Romeos Rucksack. Während ich ihn ablenke, schleichst du dich hinter ihn und holst sie raus. Nicht übel, aber ich habe vor, die große Fernbedienung zu kriegen. Du lenkst ihn ab, ich schleich mich ins Labor und schnapp sie mir. Ich glaube, mein Plan ist sicherer. Ich habe nämlich vorhin Romeo an der Labortür rumspielen sehen. Das könnte eine Falle sein. Mach dir keine Sorgen. Ich bin der Teamleiter, also habe ich das Sagen. Na gut. Romeo, bitte hilf mir. Was ist denn, Schwarzenhirn? Dieser Turm, welche Stangen sind für die Querteile? Und wie hoch soll er werden? Oh, oh, ein Alarm. Moment, ich habe eine Idee. Super Katzentempo. Ups. Was ist hier los? Du willst mich wohl austricksen, ha? Nun, dann muss ich sie eben etwas härter rannehmen. Nein! Du und du, ihr poliert mein Meisterwerk. Und der Rest von euch versteckt die anderen Gemälde im Museum. Was für ein Wunder! Was für eine Schöpfung! Was für ein wunderbares Exemplar! Ich bin der großartigste Künstler aller Zeiten! Sehe ich richtig oder spinne ich? Das ist eine riesige Nachtninja-Statue! Die sehen wir uns genauer an. Geckomobil Tarnung! Sie ist fantastisch! Wow. Nein, sie ist furchtbar! Kommt runter! Ich möchte nicht, dass ihr aus Versehen auch mein Meisterwerk zerstört, so wie diese Funkelblitz-Skulptur in der Schule. Hä? Dann wurde deine Skulptur nicht absichtlich zerstört. Wie könnt ihr es wagen, mein wunderschönes Kunstwerk zu beschmieren? Wischt es weg, sofort! Und? Habt ihr denn schon alle anderen Kunstwerke im Museum versteckt? Gut, bald werde ich sie los sein. Für immer! Das ist also sein Plan. Er versteckt alle Kunstwerke, damit nur noch seine Statue übrig bleibt. Nicht, wenn ich ihn daran hindere. Nach dem, was er meiner Skulptur angetan hat, ist das hier doch die perfekte Art, es ihm endlich heimzuzahlen. Warte! Er hat deine Skulptur nicht absichtlich zerbrochen. Es war ein Versehen. Ihr nach, Ninjalino! Warum hast du das getan? Das war keine Absicht, aber es geschieht ihm recht. Das hat er auch mit meiner Statue gemacht. Oh nein! Meine Statue! Mein wunderschönes Kunstwerk! Es ist zerstört! Kaputt! Eins! Nein, warte! Superkatzensprung! Ja! Du gehörst mir, Romeo! Eulette, warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Jetzt konnte Romeo abhauen. Das konnte er doch nur, weil du beleidigt weggeflogen bist. Weil du mich erschreckt hast im Museum. Ah! Oh je, die berühmten Pyjama-Helden zanken wie Katz unter Eule. Super Katzenhüpfer. Der großartige Catboy schnappt sich den peitschenden Schwanz des furchterregenden Dinos. Wow. Ich schüttel dich schon ab, du ängstliche Mieze. Wow, 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 wow. Ach du meine. Wow. 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 Oh, er braucht eindeutig Hilfe. Super Eulenflügel. Ja!
Meteorit nach Gecko-Art. Du tollpatschige Eidechse! Lass mich runter! Und jetzt Landeanflug! Wow! Puh, geschafft! Gute Arbeit, Pyjama-Helden! Keine Sorge, ich schaff das! Ha, alles, was du schaffst, ist Schrupp. Ah! Hellboy! Das ist grauenhaft! Oh, seht euch das kleine Kätzchen an! Einer geschrumpft, fehlen noch zwei! Ah! Wow! 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 Hinterher, Ninjalinos! Wir brauchen das Gerät, um mich zurückzuverwandeln. Deine Stimme, sie ist so quietschig. Wir helfen dir. Ich brauche keine Hilfe. Ich bin in einem kleinen Körper gefangen, aber ich bin immer noch ein großes Kind. Und das beweise ich. Super Katzentempo. Hey, lass mich runter, ihr miesen Mini-Ninjas. Bringt ihn zum Tanzen, Ninjalinos. Was? Ich will nicht tanzen. Aber als tanzender Pyjamalino wirst du so gut aussehen. Mein Plan ist brillant. Nicht so brillant, wie die Weltherrschaft an sich zu reißen. Natürlich ist er das. Hast du je diesen Tanz gesehen? Ist gut. Aber wenn ich Herrscher der Welt bin, kann ich tun, was ich will. Super Gecko-Tarnung. Aber warum solltest du irgendwas anderes tun, als hierbei zusehen? Hab dich, Catboy! Und ich hab dich auch! Hört auf zu starren, Ninjalinos! Hinterher! Ringelndes Reptil, wir brauchen einen Plan! Einen, der auch mit dir in klein funktioniert. So klein bin ich auch wieder nicht. Ich kann auch euer Anführer sein. Also los! Ich hol den Ballon ein. Ich kann das schaffen. Oder vielleicht doch nicht. So fliegen gelernt. So hätte ich das nie gekonnt. Du bist unglaublich. Danke. Ich war wohl ziemlich dämlich heute, was das Fliegen angeht. Es tut mir wirklich leid. Schon okay, Catboy. Moonpot! Oh, mein geliebtes Moonpot. So schön, dich wieder zu haben. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Wir brauchen deine tollen Flugkünste, um den Ballon aufzuhalten und Gecko zu retten. Danke. Machen wir es gemeinsam. Super Katzentempo. Eulenflügel! Aus dem Weg, Luna Girl! Ich muss Gecko retten! Niemals! Eulenflügel weg! Gecko! Gar keiner Gecko! Jetzt habe ich echt ein Problem! Super Katzenhüpfer! Sie ist trotzdem langweilig. Gecko verfolgt dich? Dann hat er das Hauptquartier verlassen. Mal
meinen anderen Motten versuchen, das Eingangstor zu öffnen? Weil Gecko nicht mehr im Hauptquartier ist, wird mein Plan endlich aufgehen. Bald gehört das PJ-Hauptquartier mir. Nur mir! Da ist sie. Ha? Ihr erwischt mich nicht. Wo ist die Motte hin? Ich wusste, dass sie mich brauchen wird. Super, Gecko Tano. Was? Unmöglich! Okay, Luna Girl, gib die Erstausgabe von Funkelblitz zurück. Gecko, spielst du im Hauptquartier mit der Fahrzeugfernbedienung? Was ist das? Das sind meine Motten in eurem Hauptquartier, Kätzchen. Und das ist das Zeichen, dass ich die Kontrolle übernehmen kann. Ab jetzt gehört es mir. Super Katzentempo! Nicht so schnell, Luna Girl. Deine Motten konnten gar nicht reinkommen, weil Gecko da drin ist. Ich bin hier. Tut mir leid, Leute. Sagt eurem Hauptquartier auf Wiedersehen, Pyjama-Plagegeister. Oh, wen haben wir denn da? Stopp, kauziges Kätzchen! Zeit einzugreifen! Das wird doch nur ein alberner Zusammenkrach! Es sei denn, das ist wieder ein Trick. Und so ist es auch. Keine Sorge, mir geht's gut. Ich habe es satt, nur eine Pyjama-Heldenstimme zu haben. Zeit, alle drei zu besitzen. Oh nein, ich verliere meine Stimme. Unsere Stimmen klaut er jetzt. Hat Romeo jetzt die Stimmen von uns allen dreien? Ja, er ist der Wahnsinn. Nur wir nicht. Ohne unsere Stimmen können wir nie wieder zusammenarbeiten, um ihn zu besiegen. Und alles nur, weil Gecko seine Stimme nicht zurückgeholt hat, als er die Chance dazu hatte. R-O-M-E-O, Romeo! Wie war das, Gecko? Du meinst, es ist höchste Zeit, ein Held zu sein. Aber nur in deinen Träumen, einfältige Eidechse! Stellt euch nur all die fiesen Sachen vor, die ich mit diesen Stimmen anstellen kann. Und die Schuld gibt man dann den Pyjama-Plagegeistern. Das ist ja noch genialer, als ich dachte. Warum stoppt das Teil? Vielleicht stimmt irgendwas mit dem Motor nicht. Nichts von diesem Zeug ist so toll wie die Mondstatue. Sucht weiter, Motten. Warum hast du ihr nicht einfach gegeben, was sie will, Eulette? Weil die Geschenkeule mir gehört. Okay, dann versuchen wir das hier. Super Katzentempo. Na los, Motten. Wir haben noch nicht. Hä? Hey! Was ist hier los? Alle Türen sind geschlossen, Luna Girl. Du sitzt in der Falle. Pustekuchen. Nein! Jansi! Puh! Luna Girl und ihre Motten sind entkommen. Aber sie haben alles zurückgelassen. Nur meine Verschenkeule nicht. Sie hat sie geklaut. Können wir nicht einfach so tun, als hättest du sie ihr geschenkt? Tun wir lieber nicht so. Sieht aus, als will Luna Girl die Sachen nicht mehr. Warum will eigentlich niemand diese Katze haben? Bringen wir alles zurück zur Schule. Dann werden alle wieder glücklich sein. Außer mir. Meine Verschenkeule ist weg. Ich hole sie mir zurück. Es
gibt dir eine Art Kraftfeld. Ich werde eure Hilfe brauchen, um meine Statue zu holen. Willst du sie nicht lieber doch verschenken? Luna Girl hat sie mir geklaut. Sie hat sie nicht verdient. Okay, du lockst sie raus. Vielleicht kann ich da irgendwie reinkommen. Hey, Luna Girl! Du störst mich. Ich bewundere gerade meine wunderschöne Mondstatue. Das ist eine Eulenstatue und du hast sie gestohlen. Nein, ich war mir sicher, du hast sie mir geschenkt. Niemals. Sie gehört mir. Aber sie passt besser zu mir. Ich sollte sie haben. Sag jetzt, sie gehört mir. Sag es! Gut gemacht, Ninjalinos. Und da kommen schon die Pyjama-Helden. Um meine Torte zu bewundern? Das ist nicht deine Torte, das ist Geckos Torte. Nicht mehr. Das ist meine Party. Und ihr seid nicht eingeladen. Jetzt beginnt der Partyspaß. Du kannst keine Party feiern, wenn du nicht Geburtstag hast. Nicht mit meiner Torte. Hey, Nachtninja, ich wette, dass ich dich bei einem Partyspiel schlagen kann. Mich schlagen? Spielen wir doch blinde Kuh. Du kannst mich nicht schlagen. Aber wenn du es versuchen möchtest, dann spielen wir Päckchen rumreichen. Oh, aber ich will blinde Kuh spielen. Nein, das ist meine Party, also bestimme ich. Dann spiele ich nicht mit. Na gut, ich wollte sowieso nicht mit dir spielen. Ihr beschäftigt Nachtninja, ich hol die Torte. Oh, Gecko und ich wollen spielen. Und ihr werdet verlieren. Ninjalinos, Päckchen. Ja. Okay, wir reichen es herum, bis die Musik stoppt. Wer es dann hat, packt eine Schicht aus. Welche Musik? Haha! Die Musik ist aus. Ich Glückspilz. Okay, nächste Runde. Ich schon wieder. Ach, ich sagte ja, ich bin gut. Was? So viele Schichten? Hab ich ein Glück! Oh, endlich! Ach, seht, das bin ich in klein. Wir würden spielen, Unsinn machen und hätten richtig viel Spaß. Lächerlich. Was? Sie haben wohl das Team gewechselt. Cool. Oh, ihr ungezogenen Ninjalinos. Ich hol mir bald meinen Streitwagen zurück. Und dann gibt's großen Ärger. Riesigen Ärger. Die sind so niedlich. Das macht Spaß. Großartig. Aber bevor wir Spaß haben, sollten wir den hier lieber in Sicherheit bringen. Ja. Echt schwer. Ich mach das mit meinen Super-Gecko-Muskeln. Wartet. Es macht doch mehr Spaß, wenn meine Ninjalinos das übernehmen. Wie könnte ich sie nennen? Eule Teenies. Was haltet ihr davon, Eule Teenies? Wollt ihr mich durch die Gegend ziehen? Macht nur, Eule Teenies. Zieht! Anführerin zu sein ist lustig. Das mag ja Spaß machen, aber so erledigen wir unsere Aufgabe nie. Vorher will ich es noch genießen, Anführerin zu sein. Vorwärts, meine Eule Teenies! Eulette! Nachtninja könnte jede Sekunde zurück sein. Na gut, Eule Teenies ins Museum. Eule Teenies, bleibt stehen! Ich befehle euch, stehen zu bleiben! Oh, tut mir leid. Ich wollte nicht streng sein. Komm jetzt. Nachtninja wird jeden Moment hier sein. Wir sollten ihn an einem sicheren Ort verstecken. Hinter diesen Kisten? Wartet, ich probiere noch was Lustiges aus. Eule Teenies marschiert. So. Und jetzt salutiert eure Anführerin. Das war nicht richtig. Nochmal! Eule Teenies, ich bin eure Anführerin. Ihr müsst anständig salutieren. Eins, zwei, drei, los! Nein, wartet! Ich habe nicht gesagt, lauft weg! Wuhu!
Gecko, sei vorsichtig. Das war Luna Girls Schuld. Und jetzt hat sie das Gecko-Mobil geschrottet. Ich düse ins Hauptquartier und hol den Katzenflitzer. Der ist schnell genug, um sie einzuholen. Hey, diese Hupe kenne ich doch. Komm mit. Und jetzt wird's spaßig. Das Auto gehört Cameron und nicht dir. Gib es zurück. Zuerst müsst ihr mich fangen. Husch, husch, husch. Ich helfe dir mit den Motten, Gecko. Euren Flügelwind. Super Gecko-Muskel. Hier drüben, Eidechsenjunge. Wow. Wow. Mich erwischst du nie. Gecko, Vorsicht! Ups. Du machst alles kaputt! Das ist nicht fair! Catboy, eilt zur Rettung! Kommt mit, Motten! Was ist passiert? Oh nein, das war keine Absicht. Das war Luna Girls Schuld. Zeit für ein richtiges Rennen. Kommt schon, Pyjama-Plagegeister. Fangt mich, wenn ihr könnt. Gecko, sollte nicht ich fahren? Keine Sorge, ich hab's im Griff. Das könnt ihr vergessen. Dich. Ich hatte sie sicher in meiner Tasche. Ha? Romeo, was hast du mit meinen Freunden angestellt? Die sind hier. Aber sie arbeiten jetzt für mich. Was? Eulette, Gecko, haut ab von Romeo. Abgelehnt. Wir befolgen nur noch Anweisungen von Romeo. Das ist irgendwie seltsam hier. Hey, hier gibt's nichts zu sehen. Oh, wirklich? Dann werfen wir etwas Licht auf dieses Rätsel. Fellballattacke! Oh. Was? Wow! Greg, Amaya! Sie haben uns geschnappt, als wir draußen gespielt haben. Es war babyleicht ohne ihre Superkräfte. Aber wenn ihr in den Käfigen seid, wer sind dann die da? Halt dich von ihnen fern, Catboy! Moment, der Hauptrechner sagte was von Robotern. Das sind gar nicht Gecko und Eulette. Nein. Aber du hast gedacht, sie sind's. Obwohl's meine unglaublichen Roboterkopien sind. Du wärst jetzt auch eine, wenn ich meine Platine nicht verloren hätte. Ach, eine Platine? Meinst du die? Meine Platine? Sei dir nicht so sicher, Miezekätzchen. Bald sorgen meine Robos dafür, dass du auch in einen Käfig gesperrt wirst. Dann regiere ich die Welt und ihr könnt mich nie mehr aufhalten. Catboy, befrei uns, dann können wir dir helfen. Nicht ohne eure Kräfte. Keine Sorge. Ich hole eure Pyjamas. Suchst du die hier, Katzenklo-Bubi? Oh. Ja, eure Pyjamas gehören mir. Und du jetzt auch. Diese Roboter haben die gleichen Kräfte wie Eulette und Gecko? Oh nein, viel bessere. Sieh dir das an. Wow! Extra Kräfte? Das ist unfair. Ich hab dich gewarnt. Es hat Jahre gedauert, um den Computer für die Superkräfte zu bauen. Aber jetzt sind meine Roboter unaufhaltbar und ich auch!